Juppie und damit herzlich willkommen zu Fortnite. Ich konnte es leider nicht gleich am 21. machen, da es da erst am 16. rausgekommen ist. Und gestern, ja, wollte ich das Spiel einfach ausprobieren. Ich bin erst am Abend zurückgekommen und deswegen habe ich dann kein Video mehr gemacht. Das Spiel ist ultra cool. Wie ihr seht, habe ich ziemlich viele Helden. Ich benutze ihn. Ihn habe ich schon Level 10. Und ja, ich habe so viele Helden und alles, weil ich das Super Deluxe Pack habe. Und in dem Deluxe Pack war auch eine Freundekarte, also kann ich einem Freund das Spiel schenken. Und das Spiel habe ich Non zu Boom geschenkt und deswegen wird er auch Videos bringen. Und dieses Spiel werden wir auch zu zweit bringen, sowohl auch alleine. Er wird 99% wird das bringen. Er kann leider wahrscheinlich heute nicht, weil er ist in der Steiermark, wenn er überhaupt hingefahren ist, aber ja. Die Story ist, dass die Welt von Monstern belagert wird und 98% der Weltbevölkerung verschwunden ist und ja. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt in eine Runde. Beginnen wir mit einer leichten Mission, dass das Video nicht zu lange wird. Ja, das ist ein Outlander, der hat auch verschiedene Fähigkeiten. Unter anderem kann er sich auch teleportieren und ja. Es ist die Early Access. Es kommt, in Wirklichkeit kommt es erst am 25. raus, aber ich habe die Early Access. Wie alle, die es vorgestellt haben. Und es gibt immer drei Ziele. In dem Fall jetzt finde das Ziel, platziere den Atlas und befestigen und verteidigen. Heißt, man baut um den Atlas eine Basis und dann kommen ganz viele Monster und du musst ihn beschützen. Beschützen. Und ja. Ich muss auch gleich noch die Sounds runterdrehen, weil das ist ziemlich laut und ja. Nicht, dass ihr Ohrenkrebs bekommt und nicht, dass ihr mich nicht mehr hört, weil das wäre auch problematisch. Cool bleiben, nicht so. Draufgehen, Wolken kalt machen. Einstellungen. Nein, das passt. Ton. Musiklautstärke. Lautstärke. Lautstärke, Dialog. Und anwenden. Okay. Das heißt, das ist jetzt alles leiser und hier. Hallo, hallo, hallo. Nice. Der ruiniert mir jetzt schon die Augen. Danke. Ich mach das mal ganz runter. Okay, ich hoffe, man hört ihn jetzt nicht mehr. Oh mein Gott. Stumm. Ich schalte jetzt mal alle auf stumm. Ja, okay, sie sind stumm. Jetzt farmen wir noch ein bisschen und dann mache ich mich auch wieder zu suchen. Eine seiner Fähigkeiten ist zum Beispiel dieses Teleportieren. Das kostet Ausdauer. Oben links seht ihr die gelbe Leiste, das ist die Ausdauer. Das drüber sind die Leben und noch eins drüber ist das Schild. Und man kann, das Spiel hat ein ziemlich cooles Bausystem. Das sieht ungefähr so aus. Und zum Beispiel, wenn man eine Wand nimmt, dann kann man bearbeiten. Und dann macht man jetzt zum Beispiel, nimmt man die Teile weg und dann hat man so eine kleine Barrikade. Das geht so gut wie mit allem. Und ja. Nein! Nein. Phew.
Ich hab's schon gefunden. Ich bin ein Held. Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Ich bin super. Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. Ich hab ihn jetzt platziert, den Atlas. Okay. Leg Blue Glow in den Atlas ein. Kann jemand bitte Blue Glow reingeben? Jetzt muss ich welchen suchen. Ich konnte schon gestern eine Runde mit Nonce Boom spielen. Zu zweit macht es ziemlich viel Spaß, also freut euch auf Folgen mit uns beiden. Und ja. Das Spiel ist ganz neu, wie man bemerkt an der Early Access. Und rechts gibt es noch Bonusmissionen. Da ist kein Blue Glow fix. Das Auto müssen wir mal zerstören. Kann jemand andere bitte den Blue Glue deponieren? Das wäre ziemlich nett. Ich habe nämlich keinen. Nicht im Moment. Ich habe keine Ausdauer mehr. Entschuldigung. Genau jetzt. Ich schaff das. Ich mach dich alle. Ich habe eine Schrotflinte, also nicht wundern, falls die mal One-Shot sind. Aber dafür schießt nicht weit. Jeder weiß. Okay. Ja. Ich hab gleich gedrückt. Warum hat's mir das? Egal. Hat mich gefrühstückt. Und eine andere Fähigkeit von mir ist das. Ich kann so einen Tesla aufstellen für kurze Zeit. Ich hab ganz viele Waffen. Eigentlich. Aber ich benutze nur die eine so richtig. Wir können auch gleich die da nehmen als Waffe. Dann haben wir ein Maschinengewehr. Dann gehen wir rüber zur Basis und bauen uns das mal was auf. Da ist Blue. Aber den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ah, müde. Ich möchte kurz eine Waffe ausprobieren. Ich möchte die jetzt einfach ausprobieren. Sag ciao. Ja, der ist tot. Noch eine Waffe ausprobieren. Gibt's noch einen Typen, der Stress will? Anscheinend nicht. Ich lauf mal ein bisschen damit rum. Hat mich, glaube ich, wer angeschossen. Da. Fragezeichen. Hallo? Spiel? Okay, es lag gerade. In der Aufnahme kann da... Was? Oh, komm schon! Kann ich nicht. Bitte nicht laggen in der Aufnahme. Tschüss, Spiel. Hilfe! Nein. Genau dann, wenn ich aufnehme. Typisch Spiel. Immer in den Aufnahmen. Erstmal mit dem Handy aus dem Internet gehen. Tut mir leid, dass ich gerade nicht reagieren kann. Abbrech. Internet aus. Mein Handy springt gerade auch rum.
Was ist das denn? Oh mein Gott. Hilfe. Jetzt ist es weg. Danke, Spiel. Tut mir wirklich leid. Aber jetzt ist eh, bauen die anderen schon die Basis. Die Gegner kommen aus dem Norden, das sieht man oben bei der Aufnahme. Tut mir wirklich, wirklich leid. Ha. So, dann baue ich hier so Barrikaden. Ich baue noch kurz Stein und Holz ab. Diese Aufnahme ist einfach das reinste Chaos. Und spricht jemand dazwischen. Und dann noch das. Und ich bin fertig. So. Es gibt auch, das ist das Besondere an dem Spiel, Fallen. Die mache ich auch jetzt. Hm. Kann ich mir welche machen? Also craften? Ja, die sind recht billig, die kann ich machen. Vielleicht, so. Ach, ich liebe Waffen schon sehr. Hä? Wieso kann ich nicht... Das Spiel lägt gerade derbe. Okay, kann ich es jetzt auswählen. Danke. Sekunden Zeit, es dir anders zu überlegen. Ich hätte glaube ich gar nicht so viele machen müssen. Geht so. Ich mache hier glaube ich die Tür. Ich mache sie hier so. Hier mache ich die Tür und hier mache ich zu. Dann kann ich hier eine sowas platzieren. Dann sind wir hier mal ein bisschen gesichert. Man kann auch die Basis aus. Also es gibt zum Beispiel jetzt Holz, Stein und Metall zum Bauen. Da kommt es beginnt schon. Okay, ich gehe runter. Ich habe das Spiel erst seit gestern. Also nicht beschweren. Und es lägt ein bisschen. Das tut mir auch leid. Bei mir ist gerade voll der Stress. Ich hab voll den Stress gerade. Tut mir so leid. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel auch. Es werden dann noch coole Videos kommen. Also ich werde dann nächste Folge andere Helden ausprobieren und so weiter. Andere Missionen werden kommen. Es kommt immer am Ende zu einem Basis verteidigen. Also das kann ich euch nicht ersparen. Und ja, man darf die Monster nicht als Zombies bezeichnen, das haben die Macher gesagt und wenn ich es gemacht habe, dann tut es mir leid. Oh, dort hinten ist noch einer. Es ist gerade voll das Chaos in der Aufnahme, warum? Und dann spiele ich auch noch so schlecht.
Ich nenne einfach die Aufnahme Chaos. Chaos Fortnite. Nein, pures Chaos. Tut mir leid, ich bin gerade voll konzentriert. Ich spreche nicht so viel jetzt. Die Waffe habe ich auch aus dem DLC. Also, da, weil ich die Super Deluxe Edition habe. Obwohl ich die nicht mal wollte, habe ich die. Das war ein versehentlicher Kauf. Ich wollte die Standard Edition. Aber jetzt konnte ich es non zu Boom einfach schenken. Passieren. Den Speer hat Nonzo auch, aber ich habe ihn mir gecraftet und er hat ihn gefunden, also ist seine schon benutzt, sozusagen. Und kann schnell kaputt gehen. Feinde! Dieses Spiel macht süchtig. Ich rate es euch zu kaufen, dass ihr Suchtler werdet. Nein, aber es ist wirklich cool, das müsst ihr euch zulegen. Jetzt wird erstmal ziemlich viel Fortnite kommen von den Videos her und es wird auch wahrscheinlich, ja, wenn Nonzo Boom da ist bei mir oder ich bei ihm, ja, werden wir auch Videos machen, aber wenn er bei mir ist, werden wir wahrscheinlich wieder Terraria machen und diesmal mit richtigen Mikrofonen, wie ihr jetzt hört, das macht kein Piepton, hoffe ich zumindest, sonst werde ich nochmal aufnehmen. Und das liegt dann am Kopfhörer. Das wäre ziemlich kacke. Entschuldigung für den Ausdruck, also ich wäre so. Ich habe einfach über das, was der Körper ausscheidet, geredet. Boah, ich sterbe fast. Da gibt es eine Lösung. Es gibt nämlich eine Falle. Und zwar eine Heilfalle, die uns heilt. Die platziere ich einfach mal. Gleich nochmal. Geht nicht nochmal. Unsere Festung wird angegriffen. Nächstes Mal werden wir auch auf einer anderen Map spielen. Das wird dann wahrscheinlich in der Stadt sein. Das Video geht wahrscheinlich 20 Minuten. Ich bin darin nicht gut, das einzuschätzen. Nächstes Mal stelle ich mir einen Timer. Wenn man spielt, dann vergeht die Zeit so schnell. Falls ihr mal ein Vlog oder so von Toto sehen wollt, kann ich euch das gerne zeigen und wie alt er ist und wann er geboren ist und alles. Ich helfe mit. Guck mal, Höhlen! Und ja, falls euch das Video gefällt, könnt ihr es gerne liken oder Freunden mit euren Freunden teilen. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt,
könnt ihr gerne abonnieren. Sehr, sehr gerne. Und dann auch, falls ihr wirklich nichts verpassen wollt, die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt. Und ja. Vergesst auch nicht bei 19 Punkten vorbeizuschauen. Ist zwar noch nicht das Video zu Ende, aber ich muss jetzt schon die Abonnieren. Dass ich da nur noch Tschüss sagen muss, ja. Aber ja. In 3 Sekunden ist es soweit. So ein schönes Wetter. Der Sturm wird vertrieben. Gewonnen! Ja, und nächste Runde wird wahrscheinlich morgen. Und ja. Jetzt bekommen wir noch eine Truhe. Kommandanten-EP zuerst. Damit können wir uns upgraden. Ja, das mache ich dann noch. Und ja, jetzt bekommen wir noch eine Truhe. Ja, die zweite. Komm. Nein. Nur die dritte. Aber eigentlich, was ist nur? Ist eh gut. Und ja. Dann wär's das auch schon mit dem Video. Und dann würde ich sagen, tschüss.